Weiter geht's mit den World Championship Series Europe. Wir sehen jetzt auf Ohana in der rechten unteren Ecke von Team Empire Happy. Und in der linken oberen Ecke haben wir FX Open Slowly. Das heißt, jetzt ein Turn vs. Zerg Matchup auf Ohana. Und trotzdem haben wir nochmal unseren Protoss-Fachmann dabei von Team Alien Invasion, Tara. Grüßt euch. Terra spiele ich eigentlich auch relativ viel. Tara. Ja, mich trollen meine Zuschauer dann immer. Ja, passt ja auch ganz gut. Auf der Gamescom ist auch einer: Hey Terra, kann ich ein Bild mit dir machen? Und ich so: Terra? Wo ist der Kam dann Terra? ein anderer zu ihm und hat ihm gesagt: Der Junge heißt Terra. Ja. Wie wo Hat ko natürlich kein Bild gekriegt für die Frechheit. Nein, Spaß. wo woher kommt der Nickname? Von Tarantius ursprünglich. Ja. Und ich habe halt früher Rollenspiele gespielt. Und da habe ich halt einfach irgendeinen Namen gebraucht. Und dann ist So. mir das so in den Kopf gekommen. Ich habe Ich dann nicht dachte, du jetzt warst irgendeine. Tarantino-Fan oder so. Und dann. Bitte? Ich dachte, du warst Tarantino-Fan und dann. Nein. Also Tarant. daher kommt es nicht. Tara schaut Tarantino. Und spielt Taran. Ja, gut. Jetzt das Thema eher dieses. Hat eine Tarantel, sage Eine, ich. ja, und hat eine Tarantel. Sehr gut. Thema jetzt eher natürlich dieses Taran vs. Zerg Matchup. Wir sehen Happy ohne Gas. Das heißt, eine Gasless FE natürlich sehen wir ziemlich häufig in diesem Matchup. Es ist sehr populär, das einfach zu spielen und dann das Double Gas nachzuziehen, um letztendlich natürlich auf Hellions zu gehen oder auch Banshees. Also ich bin wirklich gespannt, ob das halt jetzt wirklich auch Happy spielt. Happy ist ja sowieso noch ein ganz spezieller Spieler, der auch Ja. gerne mal mit Banshees spielt. Das ist ja bekannt. Vor allem Happy ist auch so eine BO-Maschine. Der hat eine BO und die spielt er wirklich 10.000 Mal runter, wenn er denkt, die BO ist gut. Wenn er dann irgendwie verliert, dann sagt er: Nee, mein Micro war einfach schlecht, hätte ich da besser arbeiten müssen oder ich habe da einen Fehler gemacht, aber die BO war gut. Sobald er mal von der BO überzeugt ist, spielt er die rauf und runter. Ich habe den irgendwie 5, 6 Mal in der Ladder hintereinander getroffen. Und ich habe beim ersten Mal gesehen, was er für eine BO gespielt hat, und habe in den folgenden Games immer nur gehardcountert, aber immer weiter dasselbe gespielt. Und irgendwann hat er dann trotz Hardcounter auch gewonnen. Okay. So, von unserem Caster gibt es auch so lustige Replays, die er gecastet hat, auf YouTube von mir gegen Happy. Und dann sieht man halt auch, dass ich genau den Konter zu seiner BO spiele. Und im zweiten Game kommt er dann immer besser weg. Aber zum Game, also Happy jetzt Standard mit Doppelgas, dann wird wahrscheinlich Reactor Hellions into Banshee kommen und dann diesen Standard Banshee Hellion Harass sehen, um den Creep einzudämmen. Ja, genau. Also das halt, was alle Terraner momentan gegen Zerg spielen. Womit sie auch, muss man ganz ehrlich sagen, ihre Probleme gegen Zerg zumindest teilweise in den Griff bekommen haben. Also die hatten ja Riesenprobleme seit diesem Patch, wo die Queen dann stark gemacht wurde, wo Ghost Radius genervt wurde, beziehungsweise Ghost halt genervt wurden, Queens gebufft wurden. Seitdem halt hatten Terraner riesengroße Probleme und jetzt mit dieser BO ist da ein definitiv großer Lichtblick am Horizont wieder. Ja, also Stefano sagt auch, Zerg versus Terra 50-50. Mittlerweile wieder, muss man sagen. Man muss halt immer sich drauf neu einstellen, wenn was verändert wird, und erstmal alles anpassen und halt was finden, was funktioniert. Das war ja auch, als Zergs angefangen haben, schnelle Tritte zu nehmen, haben sich die Protoss erstmal komplett umstellen müssen. Richtig. Deswegen auch der Grund, warum Blizzard von dem Patch halt abgesehen hat, der ursprünglich mal geplant war. Was ich halt auch interessant finde, ist, dass Happy hier vorne direkt mit dem Bunker diese dritte quasi blockiert. Das Interessante aber auch bei Lowly ist, und deswegen finde ich dieses Matchup halt auch so interessant, er ist halt 2-Base, geht jetzt auf Leer mit Double Gas, was für Mutalisten sprechen könnte. Bei Lowly, das ist so eine Wundermaschine, der spielt halt, wie wir schon gesagt haben, einfach nicht Standard-BOs, sondern Lowly spielt Lowly-BOs. Ja, auch sehr gerne schnelle Infestoren Ja. mit vielen Lingen und Upgrades dahinter. Deswegen jetzt auch viel Gas, da kann er wirklich Doppel-Upgrades, wie angesprochen. Ah, okay, das kommt Double Evolution Chamber. Also dann würde ich eigentlich schon fast die Mutas wieder ausschließen wollen. Kann man, glaube ich, aber auch spielen. Ja. Wobei halt, wenn man Mutas spielt, braucht man, glaube ich, meistens Bane-Dinge. Und die sind halt auch kosten auch Gas. Und dann sind die Upgrades halt kostenintensiver, weil man nicht mehr so viel Gas hat. Ja.
So, sehr cool finde ich von Lowly. Er setzt den Spinecrawler hier unten sogar an der Rampe hin. Das sieht man auch nicht so oft. Happy selber natürlich mit Cloak Banshees. Also er spielt wirklich diesen Banshee Hellion Style, der SCV da für die dritte Basis. 1-1 auf dem Weg für Lowly und die dritte für Happy direkt. Ja. Ja, es kommen halt doch Infestoren eben. Durch diese Double Evolution Chamber sieht es halt ganz, ganz stark nach Infestoren aus. Trotzdem allerdings das Baneling Nest, dass er da auch eine Möglichkeit hat. Ich meine, Hellions sind Light Units, wenn er da mit dem Baneling noch irgendwie reinkommt zum Beispiel. Die erste Banshee jetzt auf dem Weg. Cloak ist auf dem Weg. Er wird keine Detection haben, wenn Banshee ankommt. Ja, stimmt. Er hat keinen Sporecrawler. Aber er hat halt den Leer. Er müsste dann sofort den Overseer holen. Also nicht, 8 Minuten 35, da sollte man zumindest mal einen Sporecrawler haben, ehrlich gesagt. Ja, oder einen Overseer. Ja. Also jetzt hat er halt gar nichts. Er sieht halt die Banshee, cloakt sich jetzt noch nicht, hat auch keinen Cloak, jetzt hat er Cloak. Und jetzt geht's, ja, optimal für Happy. Die Hellions gegen die Linge und die Banshee jetzt da ganz alleine, schnappt sich die Queens, beide noch low HP. Muss ich jetzt mal eine rausnehmen, komplett. Nimm die zweite. Zweite? Jetzt ist nur noch eine Queen da, das heißt, Injects fehlen auf jeden Fall schon mal. Die dritte kann Lowly halt immer noch nicht nehmen durch den Bunker. Es kommen die Sporkroller. Overseer ist da und die Banshee muss natürlich zurück. Aber er kann hier noch gegen den Spinecrawler kämpfen mit der Banshee. Richtig. Und vielleicht dürften die den ersten Infestoren in Bau in Auftrag gegeben werden, aber Lowly ist Supply Blocked und kein Overlord in Bau. Das heißt, er wird jetzt erstmal 20 Punkte gar nichts mehr bauen. Ja, also ich finde es halt stark. Das, die dritte kann Lowly halt jetzt erstmal nicht nehmen. Happy dominiert das Spiel quasi. Es kommt auch schon diese Transition auf Mech, die wir momentan häufig sehen. Die Linge jetzt gegen die Hellions. Da sind ein paar zu viele Linge. Da müssen die Hellions natürlich weg. Die Banshee kriegt immerhin nochmal eine Queen raus, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Doppel-Upgrade für Mech, die werden jetzt kommen. Und dann wird er das einfach mit Thor, Blue Flame Hellion zu Ende spielen. Weil er hat jetzt halt schon so einen riesigen Income-Vorteil. Er hatte lange Zeit Produktion gecuttet, also er hatte eine Factory, einen Starport, einen Barracks und hat die schon die dritte gebaut, weil er halt einfach so viel Druck aufbauen konnte mit seinem Hellion Banshee Arrest. Und im Income-Tab sieht man das auch, 43 zu 52, 43 plus 3 Mules sind halt einfach mehr als 52 Arbeiter. So, jetzt Bunker verkauft natürlich, das heißt, er weiß auch ziemlich genau, was jetzt die dritte Basis kommt. Geht nochmal voran mit Hellion Banshee. Muss aufpassen natürlich, Lowly hat hier Queens nachgebaut. Braucht noch eine, ja, kommt auch. Borrow dazu und die ersten Investoren. Das heißt, jetzt ist Happy nicht mehr so einfach möglich, hier Druck aufzubauen. Im Gegenteil, er muss ja aufpassen, die dritte Basis liegt hier ziemlich frei. Da kommen die Linge, die Hellions sind alles andere als in Position. Oh oh. Das sieht nicht gut aus, Fabi. Das ist eigentlich schon. Einige Worker sind. Ja, wenige Worker zum Glück. Die Mules wären eh bald gecrashed. Hätte ich mal weiter meinen wollen. Ja. Hat er Glück, dass er da nicht wirklich viele SCVs hat. In der Zwischenzeit baut Lowly aber keine weiteren Worker bis jetzt, sondern in der vorne Linge will er wirklich Druck aufbauen. 2-2 Upgrades, der Borrow unterwegs. Es wird schwierig, also gleich ist 1-1 durch. Happy mit dem Raven nochmal, Siege Mode. Dann kann er halt sehr gut campen mit den Siege Tanks dann auch. Es kommt von Lowly natürlich der Roadshorn, weil jetzt, wo er weiß, dass es gegen Mech geht. Ja, und er nimmt die vierte, also er wird gleich nochmal Drohnenrunden schmeißen. Oder schmeißen müssen, ja. Happy hat keine Ahnung, dass da Infestoren kommt. Er setzt Raketentürme in seine Main. Ist eben auch mit seinem Tor und so weiter hochgelaufen. Hat auf die Mutas gewartet. Ah, okay, ja. Er ist sich da noch nicht ganz sicher, was er spielt. Gut, ich meine, der Turret schadet ja so gesehen nicht. Es kommt der Spire, aber weniger wahrscheinlich für die Mutas. Ja, dann ist er halt jetzt ein Turret. Man weiß ja nie, auf Ohana sieht man ab und an hier auch mal Drops rein. Weiß gar nicht, wen ich da gesehen hatte. Snoot. Snoot hat ziemlich krass gedroppt, irgendwie beim Gigabyte Invitational, genau. Ich habe letztens, also Slipro gegen Happy Art genau auf der Karte gespielt. Dann ist das einfach so ausgegangen, dass sie die Map gesplittet haben. Und Happy Mass Raven Tora gespielt hat mit halt ein bisschen Support von Hellion SCVs. Und Slivko ist da zweimal reingelaufen und ist mit 8k Minerals raus, weil er wusste, er kann das nie wieder besiegen. Oder er hat einfach keine Lust mehr, ich weiß es nicht. Aber es ist schon relativ stark auf der Map Mech, weil sie halt nicht so ewig breit ist. Ja. Das heißt natürlich, du kannst dir sehr gut die Räume einnehmen. Interessant, die Borrowed Links hier vorne von Lowly.
wartet noch auf die Gelegenheit. Momentan Happy natürlich im Income noch vorne, ist da worker-technisch gut am Mithalten. Allerdings sind die Basen hier von Lowly auch nicht so saturated, wie er da mehr hat. Und natürlich auch Mules. Großes Thema. So, Banshees nehmen diese Basis raus. Gleichzeitig die Helens jetzt über rechts, über die andere Basis. Da stehen die Infestoren. Jetzt hat er da Gewissheit. Verliert die Infestoren allerdings für diese Erkenntnis. Die Helens für diese Erkenntnis. Happy aber auch schon mit 4. und 5. im Bau. Ja, und halt 2-2er Upgrades für Mac. Das ist richtig stark. So, Lodi jetzt mit Rose Speed, Greater Spire. Ja, 3 Command Center baut er hier einfach mal. Weil das kann. So, Ling Run by, aufgefressen hier vorne von den Hellions, die gleich auch Blue Flame haben. Ja, und da kommen die Starports, da kommen auch schon die Upgrades. Jetzt. Roxkiss Abwarter, kurz geleckt. Ja, ja, und Happy weiß, dass jetzt erst die 4. im Bau ist für Lowly, hat er gesehen mit seinem Blue-Flame-Spiel. Und weiß dann halt auch, dass sein Income wahrscheinlich richtig weit vorne ist und sein Base ist. Hat aber noch nicht den Überblick über den Pack. Also er weiß kein weiß nicht, ob er T3 ist, weiß nicht, dass der Broodlord-Tag auf dem Weg ist. Ja, aber er holt halt schon die Starports und das ist ganz gut. Das ist einfach die Routine, die er hat. Ja, wie du ja sagst, er knattert seine BO runter. Der ja, könnte jetzt schon plus 3 holen. Das wundert mich, warum er das nicht sofort angeschmissen hat. Max skaliert unglaublich gut mit dem Eingriffs-Upgrade. So, jetzt haben wir da die Roaches. Sensor Tower finde ich im Übrigen auch sehr gut. Dadurch sieht er halt immer, wenn es gerade hier wird ja sehr häufig über links gegangen. Planetary ist noch nicht fertig, dürfte aber jeden Moment fertig sein. Lodi jetzt mit einer 22er Drohnenrunde. Oh. Im Income Tab sehen wir halt, wie krass die Mules jetzt reinschlagen. Die machen 1000 Minerals Differenz, obwohl sein Gegner 20 Worker mehr hat. Ja. Das ist schon echt heftig. Und Happy auch im Gas-Income vorne, weil er die SCVs im Gas haben kann. Beziehungsweise er hat auch das Gas besetzt quasi. Lowly ja, ist so gesehen auf 3 Basen. Action, da ist halt kein Gas, deswegen ist Happy vorne im Gas. Ja, ja, klar. Also Lowly ist so gesehen halt nur auf 3 Basen, weil diese 4. ist nicht am Main. Und ja, er kann sie halt retten mit den ganzen Investoren, die er da hat. Aber ich sehe Happy vorne, auch wenn er es nicht im Supply ist, aber das Mac baut sich halt so langsam auf, auch im Supply. Ja, ist aber so potent. Also die Tors machen 36 Schaden, schießen halt zweimal mit einer Weapon Speed von 1,28. Also das ist eine DPS, da kommen... Der holt hier nochmal 2 Commands, beziehungsweise 3 hat er gerade Bau-Up. Der baut sich zu mit Orbital Commands. Der stellt dann in die Mitte, links vom Watchtower und rechts vom Watchtower eine Planetary. Hat rechts an der 5. und an der 4. jeweils eine Planetary und hat dann hinten dran Massive Orbitals und fängt dann an, SDVs zu wasten. Ne? Dass er nur noch die SDVs im Gas hat. Und dann kann er. Seeker Missile kommt, jetzt baut er sich natürlich auf, da kann er nicht rein in den Person. Noch sind das hier relativ wenig Rulons, 4 Stück an der Zahl nur. Trotzdem muss hier Happy aufpassen. Der hat hier nur die Tore momentan. Die Seeker Missile eben noch nicht fertig. Die Tore hauen da auf die Rulons drauf. Happy hat hier wirklich Glück, dass es nur so wenig Bloodlots sind. Er kriegt sie raus, er kriegt die Basis raus. Über die linke Seite kommen die Roaches an die Planetary ran. Das sieht er natürlich, eingreifen kann er die nicht. Es wird nicht repaired und er sniped die Planetary. Gut von Lowly hier vorne, richtig gut. Also da hat Happy jetzt richtig viel verloren. Das war nicht gut von ihm. Das gibt hier wirklich Chancen. Jetzt ist die Mech-Army unterwegs, dass die Roaches treffen da auf die Tanks. Und die Seeker-Missiles rein jetzt in die Roaches. Er verliert die ganzen Tanks auch nochmal, die Infestoren auf dem Weg. Lowly am Kontern. Und Happy fährt hier jetzt zwar mit Blue Flame rein, da wird geborrowt, da muss nochmal der Scan kommen. Aber seine Armee hat er halt auch einfach mal komplett verloren. Was macht er da denn? Jetzt sind die Infestoren da, holen die Swarmax, die Corruptor. Er verliert hier alles, das ganze Kartengestell fällt zusammen. Lowly hat noch eine Menge Mineralien auf dem Konto. Da könnte jetzt super schnell reinforcen. Hat auch sogar noch die Larven. Er hat halt viele Tors verloren bei seinem Push und er hat zu früh die Transition auf Raven gespielt mit seinem Push.
hätte er halt nicht gepusht, hätte er genügend Units gehabt, um alles zu defenden. Ja. Aber da er gepusht hat und dann auch teilweise schlecht getradet hat, ist das halt so ein Schneeballeffekt. Hat der Zerg auf einmal genügend und dann die vierte Flaschen, die dritte, die zweite. Ja. Man verliert immer weiter. Also ich fand das Schlimmste eigentlich, dass er da gefightet hat, ohne dass die Seeker Missile fertig war, ohne dass er was wirklich gegen die Brutlords hatte. Und die Brutlords haben halt so viel Schaden gemacht, dann zieht er sich zurück und dann greift Lowly an. Jetzt kriegt er hier zwar noch die ganzen Infestoren, aber das Spiel ist an sich gelaufen. Zumindest slowly end by vorne. Ja. So, jetzt kommen aber die Roaches dran. Sofort an die Tore. Die werden natürlich als erstes rausgenommen. Weitere Roaches treffen ein. Lowly braucht aber auch seine Bank auf. Aber 100 Supply vorne. Weil er 40 Supply im Arbeiterkorn vorne ist. Das ist halt der Großteil. Ja, und er hat jetzt die ganzen Orbits verloren, mit dem das fast egal gewesen wäre. Aber die Ravens keine Energie mehr. Auch die sind jetzt quasi fast schon nutzloses Supply jetzt, wo die Energie fehlt. Wird jetzt interessant zu sehen, ob Happy sich nochmal zurückkämpfen kann, weil er hat ja 4 Orbitals noch und seine 5. steht mit einem Planetary, wo er Mules runtercallen konnte. Könnte. Ja. Ja, nein, also ich glaube, Lowly pushen jetzt hier zu Tode gleich. So, deutlich effizienter. Er müsste halt links, genau, das crusht er jetzt. Immer wieder klein halten, diese Basen nehmen, die Infestoren. Aufgepasst gegen die Blue Flame Aliens. Unnötigerweise. Jetzt kommen die Seeker Missiles drauf, allerdings auf die Roaches. Aber er hat jetzt 4 Tanks in der Natto stehen. Damit kann er die Natto halten und er hätte seine Mules einfach bei seiner Planetary runterrufen soll. Das Ding ist halt, wenn er zerrt, dass sieht, wie dein Orbital die Energie verliert und sieht die Mules nicht und hat, dann weiß er, dass da noch eine Hidden Expo ist. Deswegen ist das immer so ein kleines Risiko, die dann woanders runter zu callen. Ja. So, die Helens hinten nochmal rein zu Lowly. Da steht zwar ein Spinecrawler, aber der ist natürlich nie und nimmer schnell genug. Also auch das kostet hier Unmengen an Drohnen. Ja, Lowly hat immer noch genug. Er hat jetzt die Infestoren und die Roaches mit dabei. Ist ein guter Trade zwar für Happy, aber ja, Lowly ist halt immer noch unendlich weit vorne. So, und jetzt hat er halt 8 Tanks. Ein solides Income mit 4 Mules an seiner 5. Also momentan ist es die 3., aber die behalten einfach nur die 5., oder? Das ist mir eigentlich egal, relativ. Wir das können auch von der Planetary reden, weil es nur eine Planetary ist. Ja, aber die stirbt jetzt eh. Ja, da kommen die Roaches, da kommen die Infestoren, da dürfen eine Menge Swarmex kommen. So, die Roaches auf den SCVs. Na, er will nicht. Jetzt. Durch sowas holt man halt einen Terraner immer wieder gerne ins Game zurück, wenn das Ding halt down. Ja, so, die Planetary ist gefallen quasi. Hier ist sogar noch ein einzelner Brutlord. Und das Orbital wird repariert, ja. Das wär's gewesen. Weiß ich nicht, warum der hier ganz alleine umherschwirren darf. Ich weiß auch nicht, warum Lowly nicht einfach massive Brutlords baut und ihn tötet. Ich weiß auch nicht, was die Illuminaten damit zu tun haben. Oder die CIA. Ja. 17 Infestoren jetzt happy mit der Clock Bench unterwegs. 2 Hitpoints, aber jede Menge Energie. Danke. Alle 3. Bitte? Er hat 3 Clock Benchies, alle mit richtig viel Energie. Ah, da sind auch noch welche. Ist fast wie ein DT Harris von Toss im Late Game. Ja, einen an jede Base und dann geht eben. Ja, stimmt, da hat Lowly gepennt. Der hat hier gar keine Overseer auf der Karte. Aber dafür ist die eine Banshee sofort down quasi, ja. So, hier sind immerhin die Sporecrawler. Also ich glaube, er geht aber auch hier auf die Hatcheries, ehrlich gesagt. Ja, das einfach wahrscheinlich mit Schiff, also reinlaufen und dann A-Click weiter mit Schiff reinfliegen lassen. Ja, also er macht dadurch halt null Schaden, weil er die Hatcheries, ja, jetzt hat er hier mal ein paar Kills auf dem Ding, aber immer noch 77-31 im Worker-Count. Schau dir das Mineral-Income an, Mules OP, wa? Ja, mit OP-Behauptung wäre ich immer vorsichtig, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Happy hat eigentlich super gespielt, hat besser gespielt und dann diese eine Situation einfach, wo er da scheiße gekämpft hat, unnötig rausgegangen ist, zu früh auch rausgegangen ist und Lowly dann quasi so weit nach vorne katapultiert hat.
so gesehen. Also diese eine Entscheidung sorgt dafür, dass der Zerg-Spieler das Spiel jetzt wahrscheinlich gewinnen wird. Ist auf 200 Supply, hat halt richtig viel Geld noch auf dem Konto und vor allem viele Investoren, 17 Investoren mit 200 Energie fast. Jo, da kann er ihn praktisch mit den Eiern totwerfen. Richtig, also er kann jetzt Energie gegen die Einheiten traden. Happy nochmal mit dem Command Center, er hat halt so viele Basen auch verloren gehabt, ehrlich gesagt. Ist so gesehen auf 3 Basen zurück, viele Mineralien sind da aber nicht mehr. Einzig allein, ja, viele Mineralien sind da nicht mehr. So, nochmal die Hands. Also er ist hier stets bemüht, sich zurückzukämpfen. Ja, also seine Army ist 2600 Minerals und 2000 Gas günstiger als die von Lowly, aber er arbeitet dran, denen das immer weiter zu verringern, weil Lowly ist maxed, der kann jetzt nicht mehr bauen, ich weiß, der muss jetzt pushen. Warum der keine weiteren Upgrades holt? Die Roaches haben nur 2-1, ja jetzt 2-2, aber warum holt er zum Beispiel kein 3er Armor Upgrade oder so? Oder, ich weiß nicht. Er hat doch die Double Evo, er hat auch Geld. So, verliert jetzt ärgerlicherweise auch nochmal einen Infestor gegen die Banshee. Mit voller Energie wohlgemerkt. Und dann wieder ein paar Drohnen gleich. Links sind Blue Flame Aliens auf der Map. Das macht Happy nicht schlecht. Immer ein bisschen Nerven. Baut jetzt auch 3 Tore. Hat bald wieder eine Mech-Army, mit der er eine vierte nehmen kann. Also das wäre es ja, wenn er sich hier irgendwie zurückkämpfen könnte. Das darf eigentlich Loni nicht passieren. Nimmt die Heldens raus. Aber ja, wie du schon sagtest, also mich wundert es auch, dass er hier keine Bloodlots holt. Damit hätte er es eigentlich relativ einfach. Denn, womit soll er stoppen? Er hat so viele Investoren, dass er die ganzen Vikings dann einfach totfangen kann und totwerfen kann mit Eiern. Was mich auch wundert, ist, dass Happy nicht mal seine Raven repariert. Der hat dann Raven mit 1 HP. Wenn also, da einfach mal eine Fangel kommt, direkt tot. Ich glaube, er will gleich einfach nur in die Mainbase droppen. Ehrlich gesagt, Lowly. Was wir ganz am Anfang besprochen haben. Jetzt hier Drop Overlords. Da kommen auch die Overlords auf dem Weg. Genau, Droplords. Droplords. Oder er droppt direkt auf das Mech drauf. Das ist gegen Tanks ganz stark. Mit er den hat Roaches. 2 Vikings oder so. Oder 3, 4. Ja, stimmt. Er hat halt nicht wirklich viel Anti-Air. Und das kann auch richtig schief gehen mit der Seeker Missile, weil die hat einen netten Splash. Ja. Genau, da rein zu droppen, das wär's. Das ist halt, dann hast du auf einmal deine ganze Army in 10 Overlords drin und dann kommen 3 Seeker Missiles und deine ganze Army platzt. Könnte passieren, weil Tore machen ja auch Splash. Ja, richtig. Er muss halt aufpassen. Aber das darf Lowly nicht verlieren. Also, so, nee, er droppt tatsächlich in die Mainbase. Er droppt in die Mainbase und will hier die Produktionsgebäude. Schau mal, was für eine Bank Lowly noch hat. Ja, er hat halt auch 48 Slaven. So, und jetzt droppt er auch nicht mit dem Overlord. Oh, ist das knapp hier. Jetzt droppen erst die Roaches, die ganze Mech-Army unterwegs und das macht hier natürlich den Weg zu dieser Basis frei. Wer wirft da viele Eier? Ich glaube, er will den einfach nur ausruhen. Also, schau dir das mal an, Lowly im Supply-Block. Was macht er denn jetzt? Der nimmt das Spiel doch gar nicht mehr ernst, weil er weiß, dass er gewonnen hat. Nee, er versucht es doch zu verlieren. Das ist wirklich schwerer, als es zu gewinnen hat. Alter, und Happy jetzt mit dem Blue Flame Helens. Ohne Scheiß, Lowly fehlt gerade dieser letzte Biss, dieser letzte Siegeswille, ehrlich gesagt. 18 Overlords im Bau, 333 Ultra-Upgrades im Bau. Ja, das, also die 333 Upgrades hätten viel, viel eher auch kommen können bei dem Geld. Mit hat er schon 3-3 für Linge? Ich glaube nicht. Also ich glaube, er hat auch noch nicht mehr Adrenal Glances, glaube ich. Schauen wir mal, doch hat er. Adrenal Glances hat er. Hat er. Und für Mili sehen wir, wenn der erste Ultra rauskommt, davon baut er nämlich jetzt 11 Stück. Und Ultras tanken Mech richtig gut. Riecht, ja, das stimmt. Und aber Ultras, wenn die Seeker-Missile fressen, glaube ich, splasht die auch nicht. Zum Beispiel, wenn Tanks auf Ultras schießen, die sind so dick, die fressen den ganzen Splash. So, man macht keinen Schaden auf umliegende Einheiten mehr. So, hier vorne kommen nochmal die Overlords. Will er da wirklich nochmal reindroppen? Er pumpt hier halt ein paar Swarmix rein, aber bringen da nicht so viel, ehrlich gesagt, gerade. Ja, er kontert aber zeitgleich. Ja, er kontert hier zeitgleich, nimmt er nochmal die Basen von Happy auseinander. Also er traut sich nicht gegen diese Mech-Army zu kämpfen, ohne die Ulis natürlich, logischerweise. Holt auch nochmal neue Parasite und jetzt, ja gut. Hat er die Trapper und jetzt geht's drauf mit den Ultralisten. Ja. Ist das dritte Armor Upgrade ist noch nicht durch, scheißegal.
Die Investoren hauen ihre Eier einfach mal durch. Versucht hier auch nochmal zu neue Parasiten. Und da sind die Ravens mit den Seeker-Missiles. Happy geht einfach komplett unter. Lowly hat zu viel. Landet nochmal die Vikings, aber das ist GG. 1-0 Lowly.